Ja, hallo, willkommen zurück zu diesem Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wo sind wir stehen geblieben? Ja, das war dieses Rätsel hier gewesen mit der Kugel. Und wir müssen, glaube ich, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir müssen diese Kugel hier hinbekommen. So, dafür muss der Luftstrom in die richtige Richtung gehen, damit die genau da in die Mitte geweht wird. Hier war jetzt ein Schalter gewesen. Wenn wir den Schalter drücken, geht da der Luftstrom auf. Jetzt lassen wir mal gucken erstmal hier, wenn wir da aufmachen. So, hier können wir glaube ich nichts machen, ne? Doch. Hier können wir auch einen Luftstrom losschicken. Und das machen wir auch. So, weil der weht nämlich jetzt genau da in die Mitte. Und wenn wir jetzt den aufmachen, müsste es doch eigentlich klappen, oder nicht? Warte mal. Der weht jetzt rüber? Ne, der weht nicht rüber. Warte. Kriegen wir hin. Wir machen jetzt aber den auch noch auf. Jetzt wird er da rüber geweht. Kommt dahin und wird dann hoffentlich jetzt hier gerade rüber geweht. Gleich ist er langsam. Oh! Oh! Irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich habe jetzt alle offen, ne? Alle, die jetzt offen gehen könnten. Irgendwas machen wir jetzt hier falsch. Muss mal schauen. So, der kommt jetzt, der wird jetzt darüber. Dann wird er dahin. Vielleicht müssen wir einen richtigen Moment zumachen. So, warte mal, wenn er dann kommt. Wir probieren das mal aus. Dass er dann nicht mehr so viel Schwung hat. Jetzt. Und jetzt? Nee. Normal. Zumachen. Nee. Vielleicht nur ganz kurz anstupsen nur. Das ist es nicht. Wir können die selber auch nicht anstupsen, die Kugel, ne? Oder können wir die so ein bisschen... Oh, was ist da? Moment. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? So, kann ich den vielleicht mit der Macht so ein bisschen anschubsen? Nein. Wir machen es anders. Wir machen jetzt nochmal hier erstmal wieder zu. So. Vielleicht denken wir auch gerade ganz falsch. Ach so. Ach, ist es der? Oh, warte. Den zumachen. Hier ist ja auch noch einer. Vielleicht müssen wir doch alle aufmachen. Ich mache jetzt mal alle auf. So.
jetzt klappt. Nicht wirklich, ne? Irgendwas fehlt da noch. Ist da noch irgendwie so ein Ding zum Aufmachen? Nee. Dann mache ich mal den jetzt zu. Das war knapp. Jetzt steht er eigentlich genau in der Mitte. Warte mal, warte. Ey, das steht doch gerade genau richtig eben. Ah, war der doch noch an, war der denn weggeschubst jetzt? Okay. Jetzt muss er eigentlich hier genau gleich gehalten werden. Seht ihr das? Ja. Und jetzt muss ich nur den ausmachen. Er wird gehalten. Und jetzt den anmachen. Gewusst wie? Das war jetzt mal ein Rätsel gewesen. Da muss man ja echt mal überlegen. So. Hier fanden Rituale der Sepho statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Okay, Geheimnis entdeckt. Zwei von drei. Dann würde ich sagen, jetzt mal weiter jetzt. Nee, also hier weiter. Hier oben sollte nichts sein, obwohl, warte mal eben. Da ist doch auch irgendwas. Da ist eine. Ach ne, da kann ich wieder so einen Windstrahl losschicken. Wahrscheinlich, weil ich sonst nicht rüberkomme. Oh, oh, man sollte sich auch festhalten. Leute. Mach den schon mal an. Da müssen wir in den richtigen Moment. Wir können hier, glaube ich, festhalten mit der Macht einmal ganz kurz, wenn er unten ist. Nee, das geht nicht. Aber genau das würde ich sagen, müsste es eigentlich sein, oder nicht? Und wenn er jetzt ganz unten ist? Jetzt. Nee, das geht nicht. Okay. Wir machen es nochmal wieder zu. Er schwingt jetzt nach noch. Oh, warte. Ich wollte ihn jetzt... Das kann ich gar nicht... Ja, genau das wollte ich eigentlich machen. Dies nachschwingen. Das müssen wir nochmal machen. Erstmal richtig Wind. So. Zumachen. Kann nur so sein.
So, jetzt ranspringen. Das muss doch gehen. Das gibt's doch gar nicht. Schnell hoch. Noch einmal genug Schwung. Ja, das war auch falsch. Nochmal. Zumachen. So. Oder muss ich von hier aus ranspringen? Ja, warte mal eben. Bin ja auch blöd manchmal, nicht? So, ganz einfach. Ah, also manchmal, nicht? Ein Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. So, außen kommen wir erstmal nicht weiter. Wir müssen erstmal innen drin was machen hier. Über Kopfhieb oder schnell Ausweichmanöver. Hm, man wüsste, was hier so alles noch kommt, so nicht? Ausweichender Tritt. Was haben wir hier? Aus einem Sprint heraus angreifen. Machen wir das. So. Gut. Ach, warte mal, wir müssen eh, warte mal, wir haben keine Stims mehr. Ich muss das mal ausholen. Ja, genau. Also auch die sind begrenzt. So, da können wir nichts machen. Da haben wir wieder diese Kugel. Dafür da, damit wir rüberkommen. Oh nein, da wollte ich doch noch gar nicht hin. Ah. Ja. Genau hier wollte ich nämlich wieder hin. Ich wollte das gar nicht schaffen. Ich wollte mich erstmal hier gucken, ob hier noch irgendwas ist oder so. Ja, aber wir kommen hier nirgends hin, nicht? Das ist der Weg, glaube ich. Da kommen wir nicht hin. Kinesangse. Was ist das da unten? Seht ihr das? Da. Über meinen Kopf. Das ist ganz was Neues. Man sollte nicht immer so neugierig sein, würde ich sagen. Wo ist es? Irgendwo unter mir. Ich dachte, was leuchtet da so schönes? Was kann man da vielleicht abgreifen? Irgendwie eine schöne Rüstung oder irgendwas? Und vom Wegen, da ist es so ein Fiesling. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt einfach so bekommen. Der weiß, dass wir jetzt da sind.
So, und probieren, ob wir die erledigen können. Autsch! Ich wollte noch voll blocken, gell? Okay, scannen. Ein Grabwächter. Ein Grabwächter. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Okay. Leuchte der Energiekern kann er mit äußerster Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Okay. Ich habe ihn jetzt so erledigt. Da kommen wir nicht hin. Okay, hier sind noch jede Menge von diesen Löchern hier. Keine Ahnung, ob wir irgendwelche Kugeln hier noch hier irgendwie befreien müssen und. Da ist ja auch noch diese eine Kugel. Müssen wir mal sehen, dass wir weiter hochkommen. Ich vermute mal, wir können jetzt hier weiter nichts mehr erreichen. Nein, da ist auch nichts. So, jetzt einen richtigen Moment abspringen. Nee. Das war falsch. Warte mal eben. Man kann doch so schlecht gucken, was jetzt Sache ist, nicht? Ah, nicht springen. Ja, das ist hier wieder hier so ein ganz fieses Ding jetzt hier. Vielleicht müssen wir uns auch nur dran festhalten und hoch. Hoch. Ah, wir können da an der Wand lang. Seht ihr das? Schwing mal. Genau. Und zu früh. Jetzt weiß ich zumindest, was Sache ist. Wie läuft's da hinten, BD1? Ganz schlecht, wenn man daneben springt. Das ist ja nicht wahr, echt du. Wenn man genau daneben springt. So, warte. Wir können auch nicht hochklettern, ne? Ne, können wir nicht. Das muss jetzt so klappen. Und das. Ne, wir müssen hier ran. Okay. So geht's nicht. Okay. Man kann springen. So. Einen richtigen Moment. Und dann. So geht's nämlich. Jetzt haben wir's. Ah, ist aber auch echt. Was für eine Kathedrale. Echt, das ist ja echt der Hammer hier. Wind. Haben wir hier irgendwo einen Schalter? Ich habe die Befürchtung, wenn wir jetzt versuchen, darüber zu springen, wird uns der Wind zur Seite wehen und wir fallen runter. Habe ich das nicht gesagt?
Okay. Kommen wir hier trotzdem hoch? Nee. Hier vielleicht? Nein. Aber hochkommen müssen wir ja irgendwo hier. Das muss aber gehen jetzt hier. So. Wir müssen also, um darüber zu kommen, mehr hier springen. Hier so. Ja. Jetzt aufpassen auf die Jungs hier. So. Aufpassen. Da kommt ein bisschen Wind von da, seht ihr das? Ein bisschen seitlich springen, dann klappt das auch. So, witzig. jetzt müssen wir genau aufpassen, wie die Winde jetzt hier strömen. Mehr so. So. Was war das? So, der Wind kommt jetzt von da. Wir müssen praktisch so tun, als wenn wir ins Leere springen. Dann muss es eigentlich klappen. Ja. So. Könnte da eigentlich was sein? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, Leute. Warte mal, lass uns mal nachgucken. Da ist ein Gang, nicht? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Kommen wir jetzt wieder zurück? Ich denke schon, nicht? Wir müssen einfach nur so springen. Nee, das ging nicht. Okay. Haha. So, aber wir sind jetzt... Ja, wir sind jetzt genau hier. Nee. Ich will da jetzt mal wieder hin. So. Der Wind kommt von hinten. Reicht der Wind aus? Was meint ihr? Wir sollten es aber mal ausprobieren. Nee. Ja, man kann es ja mal probieren. Also, das geht nicht. Ja, Jungs, ich tue euch nichts. Da komme ich normalerweise so nicht durch. Also. Da komme ich auch nicht durch. Aber ich weiß schon, was wir machen müssen. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Plötzlich. Das Schwert löst wohl nicht alle Probleme. Und weg sind sie. Ah. Nur für einen gewissen Zeitraum. Wir müssen es offen lassen. Ja. Und jetzt springen wir aber darüber. So. Ein Wächter. So. Da ist ein Wächter. Mal gucken, wie wir den jetzt... Okay, das ist nicht so gut. Au! Wir lassen erstmal ein bisschen rankommen, weil hier bin ich noch ein bisschen geschützt. Jetzt. Au! Ich habe ihn erfasst. Erledigt. Uiuiuiui.
Das ist aber dahinter, nicht? Seht ihr das? Da kommen wir so nicht hin. Nein. Fast. Ey, dann müssen wir mal schauen. Also wir gehen jetzt mal dahin. Hallo? Wind? Fahrstuhl? Geht doch. So, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, uns darüber wehen zu lassen wahrscheinlich. Nein, will eh. So. Das ging ja schon mal echt gut. Hier ist nichts. Können wir da was machen? Nee. An der Wand können wir nichts machen. Blicken Zaun zu, BD1. Aufpassen. Konzentration! Jedi wollen keine Aggression. Wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Zwei Schleuderkugeln per Schub. Schiebe den Ball mit der Macht zum Ziel. Gut, weiter so. Los, nochmal. Kurz vorher. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Jawohl, Meister. Drück den Ball weg, bevor er dich erreicht. Okay. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Jetzt kann ich wahrscheinlich die ganzen Türen öffnen. Was vorher nicht funktioniert hat. Ich habe wieder eine Fähigkeit erlernt, beziehungsweise... Aber muss ich hier hin? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, da ist eine Kiste da oben, seht ihr das? Aber da kommen wir so nicht hin. Das ist der Weg zurück. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal wieder hier hin. Gehen wir, BD1. Da hinten steht ein Wächter. Ja. Wir gehen nochmal wieder zurück.
Weil da waren ja noch irgendwelche Türen gewesen, die wir nicht öffnen konnten. Wir schauen mal eben. BD1, hier rüber. Wo sind wir denn gekommen jetzt? Von hier. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Lass es mal schauen. Ich glaube, wir kommen gar nicht wieder zurück, oder? Nee. Wir kommen gar nicht wieder zurück. Ich fasse es nicht. Nee, das geht nicht. Guck an. Die Sepho schufen dieses Artefakt als Opfer für den Wind. Aus irgendeinem Grund wurde es absichtlich zerstört. Maximale Macht erhöht. Sehr genial. Ja, das geht nicht. Hat das nicht gereicht? Au! Mistviech! So, nochmal. Hat ja eben auch gereicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht reicht. Ich werde bekloppt im Moment. Geht doch. Scannen, warte. Alte Statue, okay. Ach, ich sehe gerade was. Das öffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Hallo? Noch ein Stück näher? Warte. Geht doch. Der Wächter ist lange zerstört. Fähigkeitenpunkt erhalten, sehr gut. Komm wieder her. Hast du was gefunden, BD1? Lichtschwertmaterial. So, jetzt müssen wir einfach den anderen Weg wieder nehmen. Und müssen den Wächter erledigen. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinder an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Ja, und der Wächter hat ein Problem mit uns. Aber
erledigt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fall nicht zurück, BD1. Reiseziel freigeschaltet, Kashyyyk. Sehr genial. So, ein Fähigkeitenpunkt. So, eröffnen sich viel mehr Möglichkeiten jetzt. Das ist schon mal sehr gut. So, was haben wir jetzt hier? Hältst du Schub, kann Call Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen. Oh. Halte 2. Gefällt mir sehr gut, das machen wir. Gut. So. Jetzt müssen wir sehen, dass wir jetzt hier wieder rauskommen. Oh, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Eieieiei. Hier lang. Wow. Nicht schlecht, der Wind. So, warte mal, sind wir hier oben? Um hier was zu... Ah, hier. Kann irgendwo es komplett rüber zu schaffen, zu schwingen? Gucken wir mal. Nee, also das geht nicht. Ja, gut. Ich will alles normal machen. Aha. Okay. Wir müssen also erst daran springen. So, und jetzt richten wir uns aus. Wir müssen nämlich erst da vorne ran. Warte, warte, warte. Nein, andersrum. So. So. Okay, okay, okay. Hier ist noch was. Die Zerstörung erfolgte mit Absicht. Ich spüre noch den Hass, der dabei tobte. So, jetzt sind wir hier oben, um was zu machen. Da kommen wir nicht hin. Leute, ich sehe gerade nicht den Weg. Das könnte der Weg sein. So, wie geht's ja weiter jetzt hier? Ich hätte gern jetzt eine Hilfestellung, damit ich weiß, wie es hier weitergeht. Darüber springen? Nee, das war schon mal falsch. Jetzt sage ich jetzt nicht, jetzt sind wir wieder... Hm, echt jetzt? Oder gibt es hier noch einen anderen Gang raus, hier einen anderen Weg raus? Ich kann die Kugel jetzt ja auch bewegen. War da auch noch was gewesen, oder nicht? Da. Ich gebe der Kugel mal einen kleinen Schubs.
könnt die Kugel runterschubsen, dann rollt die Kugel dahin. Oder erstmal hier rein. Guck mal, was passiert. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Das Ding ist jetzt da oben. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Die Kugel da wieder raus. War der Gang vorher auch schon da gewesen? Ach so, das ist wahrscheinlich hier. Hier muss man die Kugel als letztes hinbringen, wahrscheinlich. Das ist wieder so ein Rätsel hier. Ah. Erstmal die Kugel raus. So. Ja, aber was bringt mir das? Gar nichts. Ich krieg zwar jetzt hier die Tür auf. Ach, hier ist ein Gang. Hinweisen. Denkst du, hier gibt's noch mehr Kugeln? Ich auch. Suchen wir weiter. Hier meine Kugel. Die schubst du einfach mal an jetzt hier. Das wäre Kugel Nummer 2 jetzt. Okay. Das bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich die Kugel jetzt hier einfach hier... Ah, warte mal. Oder ich könnte die... da hinstellen. Ich habe eine Idee. So, erstmal du Kugel weg. So, warte, nochmal. Die hängt aber echt doof da. Ah! So, genau da wollte ich dich hin haben. Komm, du rollst doch schon von alleine, oder nicht? Nee, warte mal, das ist verkehrt. Ach, jetzt ist die Kugel da oben drauf. Und die muss jetzt dahin. Okidoki, kriegen wir hin. Ganz kurz anstupsen nur. Warte mal, ich muss mich am besten genau... postieren.
Nein, 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 nein. So. Was ist jetzt passiert? Da ist eine... Nee. Kennen. Was? Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Aha. Da oben haben wir eine Kugel. Wie kriegen wir die Kugel? Das geht nicht. Die Kugel kriegen wir ja auf gar keinen Fall. Das können wir schon mal abschminken. Den lassen wir da, wo er ist. Da brauchen, hier brauchen wir, glaube ich, nichts. Es muss hier noch eine Kugel geben. Ja. Und zwar da drin, aber wie kriegen wir die Kugel? Die kriegen wir ja gar nicht, die Kugel. Warte mal, wenn wir das jetzt mit Macht jetzt, warte mal. Ah! Guck an, da ist unsere Kugel, die wir brauchen. Ahaha! Okay, wo soll die jetzt hin? Ah, ich weiß schon wohin. Erst einmal da lang. Ich vermute mal, dass es richtig ist. So, dann wird die gleich hier hochgeweht. Theoretisch. Ja. Und jetzt ist wieder oben drauf. Oh, jetzt fällt sie wieder runter. Warte mal, das müssen wir verhindern, dass die Kugel wieder runtergeweht wird. Indem wir sie einfrieren oder so ähnlich, wenn sie rüberkommt. Irgendwie... So. Ich weiß noch nicht, wozu das jetzt führt alles, aber wir werden es wohl gleich sehen, wozu das hier alles führt. Da ist noch eine Kugel. Wie kommen wir jetzt an der Kugel ran? Ah, hier.
Aber wo soll die hin, die Kugel? Die Kugel soll da unten rein. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Ups. War das jetzt richtig? Ja. Was hast du gefunden? Wow. Die Sepho sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Es geht wieder nach oben. Das war also der Weg, wir mussten das machen. Okay, okay, damit der Fahrstuhl wieder funktioniert. Fähigkeitenpunkt. Wir machen aber einmal hier einen auf Ausruhen. So. So Leute, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich kann es nicht ändern, aber ich wollte das unbedingt jetzt lösen. Dieses Rätsel. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere dieses Rätsel auch noch nicht gelöst. Was weiß ich, warum auch immer. Oder ist kurz davor und weiß nicht weiter. Ich werde es auf jeden Fall dieses Video so benennen, nach diesem Rätsel. Damit der ein oder andere vielleicht nachschauen kann. Aha, so war das, so ist das. Genau. Erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet, wenn es hier weitergeht hier. Und ja, Daumen hoch, wäre mal klasse. Und einfach mal einen Kommentar. Dankeschön voraus. Dann bis morgen, euer Rode. Macht es gut. Ciao.